Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch. Mein Name ist Ukrutz und das hier ist Bloodborne 2. Wir begleiten die Fleischfabrik e.V. in ihr drittes Spiel. Es könnte ihr letztes sein, wenn sie es wieder nicht schafft, einen deutlichen Sieg oder überhaupt einen Sieg davon zu tragen. Wir spielen gegen Waldelfen, das heißt Elfengespürze Deluxe. Unser Gegner hat 100.000, weil von uns ja einer unserer Boars ausfällt. Der wurde ja rausgeprügelt. Und unser Gegner kann sich jetzt dadurch ein zusätzliches Training finanzieren oder aber Cheerleader oder was auch immer. Das Team heißt Bunch of Whores. Also Respekt für die Namensgabe. Wir können mal reingucken, wie das Team ansonsten so aussieht. 2, 4, 6, 8, 10, 11 Spieler. Und es ist ein frisch erstelltes Team, der jetzt einen Apothekarius hat. Okay, das soll uns nicht weiter stören. Interessant wird halt, ob wir es schaffen können, die Elfen aufzuhalten. Man kann gegen Elfen super unentschieden spielen, aber das ist ja aktuell keine Option mehr. Das ist ja immer der Riesenunterschied. Ich spiele normalerweise immer sehr, sehr langfristig. Das heißt, ich gehe nicht keine allzu großen Risiken ein. Viele meiner Spiele gewinne ich knapp oder spiele unentschieden. Aber hier diese World Cup Qualifikation ist halt was komplett anderes. Killed by Death. Auweia. So, das ist unser Team, das kennen wir schon. Wir gehen mal zu den anderen rüber. Das sind Baumkuschler. Und wir schauen mal, wer hier den Anstoß gewinnt, beziehungsweise wofür der Gegner sich entscheidet. Killed by Death, ein Reroll und ein Apothekarius. Ansonsten aber schon ein Team mit zwei Wardancern. Tackle haben wir an der Stelle noch nicht. Er hat gewählt, dass wir anfangen, das ist soweit okay. Hat so aufgestellt, als würden wir schon so stehen, wie wir stehen. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen umstellen. So, wo ist unsere Keule? Kunibert Keule nach hinten. Ein Starspielerpunkt, noch nix, noch nix. Da ist der Blocker. Da ist der Loner. Der Loner geht mal dort mittig. Jungs ziehen wir erstmal raus aus dem Line-Up so. Und noch ein ganzes Stück weiter nach hinten. So, und Luitpold Leberwurst wird auch hinten bleiben. So eine richtig aggressive Aufstellung gegen die Waldelfen ist nicht so sinnvoll. Er spielt die Netztaktik. Zeitlupenschuss hin, perfekte Verteidigung, er kann sich nur umstellen, wird ihm aber nicht viel bringen. Wardancer direkt in die Frontreihe, bin mir nicht so sicher, ob das die klügste aller Ideen ist. Okay, das ergibt überhaupt keinen Unterschied an der Stelle. Wow. Das ist riskant, Kollege. Sehr, sehr riskant. Das könnte er sehr schnell ganz übel bereuen. So, der Ball ist da hinten. Wir fangen hier mal mit einem harmlosen Block an. Der ist recht erfolgreich. Und wir hauen mit dem ersten Waldelfen aus dem Spiel. Keine langfristige Auswirkung. Wahrscheinlich wird er seinen Apothekarius hier noch nicht verbrauchen. Wir gehen einmal hier rüber.
einmal da nach vorne. Der Loner geht dort drüben hin. Und Karl Kotlet deckt da ein bisschen ab. Dann kämen jetzt noch ein paar Blocks. Und zwar beginnend der hier. Das wird der Gefühl, obwohl der hier ist etwas sicherer. Schieben reicht uns. Wir folgen. Dann kommt der etwas riskantere. Der gelingt uns besser. Wir folgen. Den zweiten Verletzten. Das sieht so aus, als könnte da eine Aufgabe bei rumkommen, wenn das so weitergeht. Da ist der Apothekarius. Und er hat ihn gerettet. Ja, da haben wir noch einen Zweierblock. So, das ist unser Blitz und dann gucken wir mal, ob Univert Keule das Ding in die Hand bricht. Reroll verballern wir dafür nicht. Der Ball liegt ja noch halbwegs safe. Er kann jetzt natürlich versuchen dran zu kommen. Aber wie gesagt, ein Reroll, da verspreche ich mir noch ein bisschen was von. Irgendwas wird er verkacken. Hoffentlich. Da gibt es auf jeden Fall erstmal einen Zweierblock gegen den Tiermenschen hier drüben. Oh, er macht's mit dem... Ja, das ergibt Sinn. Erstmal stellt er allerdings seinen Security dahin, falls jetzt wirklich der Block schief gehen sollte. Scheinbar ein guter Spieler. Aber es werden sehr, sehr viele Ausweichwürfe auf seiner Seite fällig. Denn hier, das steht alles nicht gut. Er scheint jetzt auch nicht brachial auf den Ball zu rennen zu wollen. Den Überzahlblock. Doch von der Seite aus, okay. Einmal schieben. Da kommt der Blitz. Und er gelingt. Und er versucht, den Ball in Bedrängnis zu bringen. Okay. Und doch nur ein Feld zurück. Okidoki. Dann machen wir das doch mal irgendwie. Er geht hier wieder zurück. Er geht nach vorne. Er geht nach vorne. Er geht mal darüber.
Das wird unser Blitz mit Blocken gegen ohne Blocken. Und der nächste. Der nächste Verletzte. That's what you get when you protect yourself with scraps of cloth. Jetzt normalen Überzahlblock. Keine Verletzung. So, und jetzt versuchen wir nochmal den Ball. Diesmal nehmen wir einen Reroll, denn jetzt wird es langsam zu gefährlich. Aber auch mit Reroll kriegen wir den Ball nicht hoch. Doppel 1. Respekt, Respekt. Ne, eine 2 und eine 1. Okay. Ich hätte natürlich den Ball ein bisschen besser zustellen können, aber es geht mir eigentlich hier darum, dass Dana ab Netz steht. Der kommt jetzt da zwar locker hin, aber er muss sehr, sehr umständlich laufen. Und hier haben wir auch einiges an Ausweichfallen aufgestellt. Irgendwann muss also irgendwas auch bei ihm schief gehen. So, da hat dann Überzahlblock jetzt rausgearbeitet. Aber das beschäftigt auch drei seiner Leute. Okay, zwei beschäftigt es dauerhaft, einen temporär. Okay, da steht einer im Weg. Das ergibt jetzt irgendwie keinen sonderlichen Unterschied. Wow, fünfmal ausweichen mit einem Reroll. So, einmal ausweichen und dann ein Blitz auf den potenziellen Ballträger unsererseits. Und er haut ihn um. Hat aber jetzt nicht mehr genug Movement, noch an den Ball ranzukommen. Wow. Voilà die Waldfee. War noch ein bisschen stören. Also im Elfengedöns ist er super. Ein Ausweichwurf noch. Auf der anderen Seite, wenn er da ausweicht, gibt er unseren Typ hier frei. 2, 4, 6. Der käme immerhin bis fast an den Ball ran. Von daher glaube ich nicht, dass er das möchte. Der Junge geht erstmal da runter. Den stellen wir hin. Da stellen wir mal ein bisschen zu. He'll get an assist now. Was? Da stellen wir ein bisschen zu. Das ist unser Blitz mit unserem Blocker wieder. Das ist ein Doppelskull. Und das ist kein Doppelskull. Da bleiben wir aber stehen. So, wie machen wir das am geschicktesten? Wenn wir erst die unwichtigen Sachen. Er ist K.O. Also nicht K.O., sondern gelähmt. Gehen wir hier rüber.
probieren wir es hier auch mal. Dann gehen wir mal hier hin. Loose ball is a dangerous ball. The player needs to secure it. Block. Fast. Wir folgen. Und er probiert es auch. Hoppla. Und bleibt auch. So, unser Turn. Und wir sind arg in Bedrängnis. Der Kollege kann jetzt einiges an Spürkes machen hier. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Dreier-Überzahl. Und den Ball mit drei Leuten halbwegs gesichert. Aber, wie immer, wir haben schon zwei Rerolls weg. Einen wegen einer versuchten Ballaufnahme, die zweimal nicht geklappt hat. So, da ist wieder ausgewichen. Der wird wahrscheinlich aufstehen. Ziemlicher Moshpit, den der Kollege hier eingehen möchte. Wow, mit Ballaufnahme versucht das sogar. Killed by Death. Ich hoffe, das passiert noch ein paar Mal, weil er spielt... Also dafür, dass er eigentlich gut spielt, spielt er gerade sehr kopflos. Drei ausweichen, zwei zum Ball gehen und dann ein zweier Block. Und er macht es so. Das Ausweichen scheitert allerdings schon so ein ganz klein bisschen. Und wenn er den Reroll jetzt benutzt, ist er ohne alles. Und stürzt bei der Zusatzbewegung hoffentlich. Nein, und es klappt sogar halbwegs. Ist gelähmt. So, wir müssen hier erstmal aufstehen. Tja, gute Frage, wie man das hier am geschicktesten macht. Ich würde sagen, wir brauchen noch einen hinten dran. Zur Sicherung. Und den Loner können wir hier im Prinzip auch noch dran parken. Ja, jetzt müssen wir es probieren gegen seinen Blocker. Hilft ja nichts. Wir müssen ihn auf den Ball schieben und folgen. Jetzt da ein bisschen schräg rüber. Und bleiben. Da noch verstärken. Da auch noch verstärken. Und jetzt gucken, ob wir da vorne noch ein bisschen Unsinn machen können. Ja, der Fänger hat ausweichen. Wir folgen. Der kann nicht ausweichen und wir bleiben. Und das war unsere Runde. Wir haben jetzt gleich noch vier Runden und müssen dann wirklich Gas geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 2, 4, 6. 5 Felder Kulanz haben wir, wenn wir jede Runde voll durchsprinten könnten. Aber er wird natürlich jetzt offenbar sonst behindert. Da kommt ein Blitz.
auf unseren Chaoskrieger. Der ihm auch gelingt. Hoppala, hingefallen. Sowas macht man doch nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten laufen wir rüber. Der kann nur 5 folgen. Der kann 6. Ist kein richtig guter Cage, aber sowas Ähnliches zumindest. So, die hier vorne sollten uns nach Möglichkeit nicht behindern, deswegen stellen wir die auch mal ein bisschen zu. Dann probieren wir hier einen Blitz. Folgen. Und der Launer probiert auch nochmal. Und auch folgen. Ja, ich sehe ihn schon hier irgendwie reinspringen und dann den -2er-Blitz werfen. Der dann aus irgendeinem Grund wieder funktioniert, weil er blocken hat und ich nicht. Okay, er baut sich vorsichtig auf und versucht mich dann nächste Runde zu erwischen. Und da kommen ja die obligatorischen Ausweichbewegungen in Tackle-Zonen. Dritte Chance, dass er sich aufs Ei legt. Einer Block. Oh. Mit 2 Unterstützungen versucht er noch einen 2er-Block aus. Nee. Einer Block wird's jetzt. Beide down. Zack. Allerdings ist er gelähmt und wir nicht. Von daher ist das für uns gar nicht so schlecht. Unser Ballträger fängt an, rennt bis dort drüben. Damit bildet der Chaot hier drüben unsere natürliche Abwehrlinie. Die Ziege blockt da vorne. Die andere Ziege hier neben. Da bauen wir auch so ein bisschen was Netzähnliches.
Er steht auf jeden Fall mal auf. Was haben wir da? Da ist der Fänger. Da ist ein normaler Feldspieler. 2, 4. Da wandert der Blitz hin. Bleiben. Hier probieren wir es auch nochmal. Das hat nicht funktioniert. Da will ich aber jetzt auch keinen Reroll für ausgeben. Gehen beide down. Er ist gelähmt, wir sind's nicht. Alles erreicht, was wir wollten. Er hat noch drei Spieler aufrecht stehend. Plus den da. Und wir stehen halbwegs eingemummelt in einen Cage. Wir haben noch zwei Runden für 2, 4, 6, 8 Felder. Das heißt, es würde es jetzt reichen, wenn wir 4 Felder weit vorkommen. Wenn man uns aber denn zwingen würde, könnten wir es auch zu Ende bringen. Ja, das wird noch ein Krimi in der zweiten Halbzeit. Unser Vorteil ist zwar sichtbar, aber wir haben im Prinzip nur zwei Linemen rausgehauen, dadurch, dass er den Kampftänzer mit dem Apothekarius zurückgeholt hat. Da liegt er. What's happening down there? How are they going to catch or run? They're constantly riding around on the ground. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen. Er käme 1, 2, 3, 4, 5, 6 dort drüben hin. Das machen wir jetzt auch mal direkt als erstes. Zwei Felder vor der Touchdown-Linie. Lässt sich hier schon mal beschützen. Da rennt auch noch einer als Guard hin. Ebenso hier. Und hier auch noch einen. Direkt vor die Nase setzen, dass er ein bisschen zickzack laufen muss. Der rennt mal darüber. Da machen wir auch noch ein bisschen dicht. Auch noch eine kleine Absperrung. In der Theorie würde er jetzt blitzen. 3, 4, 5, darüber. 3 Würfel. Die Chance, dass das schief geht, ist jetzt nicht so monströs hoch. Es war jetzt auch nichts Tolles bei passiert, aber wenigstens haben wir unser Territorium hier abgesteckt. So, und wir bleiben. Und beenden den Zug. Kann noch drankommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist verschwindend gering. Der könnte es noch mit jeder Menge Zusatzbewegungen schaffen. Der mit 180 Trilliarden ausweichen. Und auch der nicht allzu gut. Ich hoffe natürlich trotzdem, dass er es probiert, denn er hat keine Rerolls, wie schon mehrfach angekündigt, und wenn er sich jetzt noch einen verletzt, wäre uns das sehr willkommen.
Wer hat eigentlich den Ball da? Luitpold Leberwurst, unser Scorer aus dem letzten Spiel auch schon. Frage ist, was er jetzt hier noch probieren will. Die meisten dieser Movements ergeben für mich keinen sonderlichen Sinn gerade. So, das ist seine höchste Chance. Wie hat er sich ausgerechnet? Okay, es hat funktioniert. Mal gucken, wo unser Blocker ist. Da. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt nicht dran. So, er hat schon den er hat schon den nächsten Aufstieg in der Tasche. Er könnte, aber will nicht. Und ich werde keine Risiken eingehen. Ich werde einen Blitz machen mit drei Würfeln, um den da vom Ball zu trennen. Und das wird alles sein, was ich mache. Wahrscheinlich werde ich mit ihm blitzen. Kunibert Keule. Auf die geringe Chance hin einer Verletzung. Macht den Flickflack. Muschelter. Jetzt weiterhin. Wow. Probiert's echt noch? Nee, probiert's nicht. Mit zwei Zusatzbewegungen versucht er, ihn da umzuhauen und schafft es. Respektable Leistung. Well played. Ich muss mal gucken, wie wir da rauskommen. Am besten wäre ein Schieben. Ihn kriegen wir am leichtesten umgehauen. Das heißt, hier müssen wir aufstehen. Da müssen wir den Spieler hinlaufen lassen. That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Und dann müsste irgendwer, der dran kommt, 1, 2, 3, 4, hier reinblitzen. Irgendwie ist mir das noch zu wenig. Aber mehr Torschützen kriegen wir nicht. Das soll der Blitz werden. That's a dangerous place to be. Der war scheiße. Das muss schon ein bisschen besser laufen. Tja, damit hat er uns eventuell den Touchdown geklaut. Ausweichwurf ist jetzt quasi riskanter als viele andere Sachen. Deswegen mache ich jetzt doch noch Doppelblocks. Damit, falls irgendwas schief geht, wir eventuell doch noch einen Vorteil rausgearbeitet haben. Okay, hat nicht funktioniert. Ja, das heißt Ausweichwurf. Und wir haben es ganz, ganz, ganz knapp geschafft. Wow. Das hätte auch sehr viel entspannter laufen können, wenn unser Block da funktioniert hätte.
So, zwei Verletzte. Wir sollen unser Team aufstellen. Und das tun wir natürlich auch. Wir müssen unsere Jungs ein bisschen weiter hinten aufstellen. Dann natürlich nach vorne stellen. Und hoffen, dass nicht dieses Verzögerungsergebnis kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings recht hoch, denn eine Runde verlieren kann man ja nicht mehr. Dann würde das Spiel ja sofort abgepfiffen. Zwei Wardancer jetzt wieder auf dem Feld. What was your favorite moment as a Blood Bowl? Oh, well. It has to be scoring my first touchdown, Jim. You see, I just ripped the head off this git who'd given me some lip in changing rooms before the game. So just for fun, I shot the ball back. So, sie können ein Feld vor. Macht ihn so glücklicherweise trotzdem nicht zum One-Turner, ne? Aber ein Punkt für passen kann er sich dadurch jetzt noch sichern. Und wie gesagt, hier hat er auch noch zwei potenzielle Opfer an der Stelle, wo er draufdreschen kann. Simon Schnitzel steht in der Line of Fire. Scattert harmlos zur Seite der Ball. Und jetzt geht's los. Wardancer verprügelt Chaoskrieger. Knapp erfolgreich. Die Frage ist, ob er jetzt noch wagt zu faulen. Taktisches Foul wäre durchaus eine Option an der Stelle. Um zu versuchen, seine Feldunterlegenheit wieder ein bisschen wettzumachen. So, hier ist ein normaler Feldspieler. Ja, und probiert das auch noch. Und gelingt. Rums, und da hinten könnte er theoretisch noch blitzen, wenn er es denn wollen würde. Aber er versucht erstmal den sicheren Pass. Oder naja, sicher ist halt immer relativ. Ja, ein Starspielerpunkt. Nimmt man doch immer. Und sieht so aus, als würde er noch faulen wollen. Zumindest überlegt er noch, was er macht. Er blitzt. Ein zweiter Wardancer ist nicht ausgelastet. Und er trifft. Okay, und das war es dann mehr oder minder. Sei denn, er will den Loner noch faulen. 81% für den Loner. Naja gut, sein Fänger, by the way. Also, sowas sollte er sich echt überlegen. Und raus ist er. Das Risiko muss man nicht unbedingt eingehen, meines Erachtens. Vor allem nicht mit dem Fänger. Hat ihn jetzt für die zweite Halbzeit sehr weit zurückgeworfen.
drei Leute vom Spielfeld, 8 gegen 11. Help out myself, Jim. I'm worth at least 3 players. I should do working a few necks to air out the cobwebs. So, wir stellen uns diesmal etwas breiter auf. This team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back as soon as they can. So, wir stellen uns sehr breit auf. Wir wissen noch nicht genau, was er vorhat. Kann natürlich auch sein, dass wir die Spieler jetzt komplett aus dem Spiel genommen haben, weil sie so viel langsamer sind als die Waldelfen, dass wir nicht viel mehr, also nicht viel ausrichten können. Aber ich denke, wir können auf jeden Fall Druck aufbauen, sodass der Gegner relativ schnell einen Touchdown machen muss. Wenn er das denn will. So. Zurück geht's mit dem Ball. Kommt jetzt direkt der Pass. Ja, Pass kommt. Aber nur eine Abgabe. Er geht jetzt wieder keine unnötigen Risiken ein. Und hat seinem letzten Fänger den Ball gegeben. Wow, das ist kein unnötiges Risiko und er macht direkt zwei Zusatzbewegungen, um da den Tiermenschen blitzen zu können. Respekt. Wir haben hier einen Chaoskrieger mit Block. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir da einen Ball kriegen, ist gar nicht mal so übel. Und auch da kommen Zusatzbewegungen aus der Hölle. Ja, bleiben wir mal gespannt, was er sich da so denkt. 1, 2, 3, 4, 5. Da kommen wir nicht dran, das stimmt natürlich. Aber was er natürlich vergisst, ist, dass unsere Jungs alle Hörner haben. Okay, das hat ihm jetzt nicht viel gebracht. Okay, es hat ihm natürlich was gebracht, weil der hier steht ganz klar im Fokus. Er hat aber jetzt 4 in Reichweite. Weil selbst der da... Hallo? Diese Zoomerei... Diese Summerei, weil... Okay, ich warte, bis ich dran bin, bis ich es euch zeige. Ups. Bringt ja so nichts. Alle Ausweichen funktionieren, aber nicht alle Zusatzbewegungen. Er hat nur einen Reroll, er wird den fallen lassen müssen. Und verletzt. Er macht sich echt Freunde in seinem eigenen Team. Verpasst das nächste Match. So, hier können wir schön ran. So, hier müssen wir jetzt gleich gucken, wie wir das am geschicktesten hinbekommen. Ja, auf jeden Fall mal darüber. Ja, auf jeden Fall mal in die Nähe des Geschehens. Ungeschickt selber verbaut, nehme ich das jetzt mal hier als Kunstwerk.
So, 3, 4, 5, 6. Ja, auch mal ein bisschen an die Front. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, das könnte funktionieren. Und da einfach mal ein bisschen dran stellen. Der geht hier frontal davor. Der geht da schräg hinter. Hier machen wir einen Block, bei dem wir super gerne schieben würden. Perfekt. Muss ich folgen, ist die Frage. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, muss ich folgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der negiert da die Tackle-Zone. Und hier probieren wir den Blitz. Und der ist uns wichtig genug, dass wir den neu würfeln. Und es läuft trotzdem nicht. Das ist ein bisschen doof. Ja. Damit kann er mit einer Ausweichbewegung durchrennen. Geht Set zum Touchdown. Das ist, wenn Blocks mal nicht gut laufen. Ich hätte sogar Both Down freiwillig genommen. Hauptsache die Pille liegt auf dem Boden. Ja, geht's jetzt. Aber es ist ein schneller Ausgleich. Was uns jetzt in die Situation bringt, dass wir mit 4 Mann Überzahl einen eigenen Angriff haben auf ihn. Das sollte also jetzt reichen. 2, 4, 6, 7. 7 Runden haben wir noch. So, Einstellung lassen wir so. So, freundliches Wetter. Ball liegt direkt neben uns. Ein bisschen abdecken. Ja, ein bisschen dicht machen die Seiten. Da ist unser Blocker, der fängt natürlich dann an. Mal darüber und folgen. So, dann folgt er. Drei Würfel. Folgen. Er hat immer noch drei Würfel. Irgendwann muss das Ergebnis ja mal dabei sein, aber er bleibt. Und auch den haben wir raus. So, hier wird noch ein bisschen abgedeckt. Da geht's einmal rüber. Hier probieren wir auch nochmal einen Block. Und auch geglückt. Und bleiben aber. So, und dann probiert der gute alte Kunibert Keule das Ding nochmal aufzuheben. Diesmal tatsächlich mit sowas wie Erfolg. Und die Leberwurst gibt ihm Deckung. Zumindest halbherzig. So, und jetzt spielen wir gegen
6 Elfen. Hätte sie nicht Bunch of Horus, sondern Bunch of Lemmings nennen sollen, denn er spielt mit denen echt so ein bisschen Kamikaze. Mit einem 7-Rüstungsteam wirklich mit Vorsicht zu genießen. Also er nutzt seine Überzahlblocks. Das finde ich durchaus vollkommen okay. Dafür habe ich die ja dahingestellt. Ein paar müssen sich halt auch fürs Team so ein bisschen opfern. Martin Medwurst und Carlo Kassler. They may be fast, but once you grab these bozos, you can usually strangle them easily enough. Das war nicht gut. Das war nicht viel besser. Die arme Sau. Echt nicht gut, was er da würfelt. So, wir stellen uns erstmal wieder hin. Wir bewegen uns dann quer durch die Mitte. Da kennen wir nichts. So, chaotische Eckpfosten bauen wir dann mal. Zwei von den Tänzern hat er da natürlich noch. Und wir hauen einen K.O. Das kommt uns auch sehr zu Pass. Jede Überzahl, die wir haben, ist eine Überzahl. So, er macht den Cage zu. Und Karl Kotelett macht aus dem Cage einen halben Diamanten. So, hier probieren wir es einfach mal. Es geht ja um nichts. Ist ja nur der Loner. Und folgen. Und Martin Medwurst bleibt da einfach mal stehen. Kassiert hier einen Hit. Aber geht nicht zu Boden. Muss für den Gegner sehr frustrierend sein. Und hier werde ich dann gleich etwas machen, was ich normalerweise nicht tue. Okay, er springt. Und blockt. Bam. So, wir popeln uns vier Felder voran. Bauen wieder Pfosten, hauptsächlich aus Chaoskriegern. Betonung liegt auch hauptsächlich, denn die Ziegen sind einfach einen ganzen Ticken schneller. So, da blitzen wir mal rein. Bleiben. Und hau gelähmen ihn immerhin. Rüstungsbrecher sind gut.
So, hier probieren wir das gleiche. Ebenfalls ein erfolgreicher Schlag. Bleiben. Gehen jetzt hier noch zur Unterstützung rüber. Und wir schubsen hier noch ein bisschen was Kampftänzer. So, der Loner macht aber nichts. Aber den Kampftänzer in 4 Leuten eingeklemmt zu haben, ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wie gesagt, ich werde das jetzt hier entgegen meiner normalen Spielweise tun, denn ich habe lieber ein sicheres 2:1, als jetzt hier einen schnellen, fairen Touchdown zu machen und ihm noch 3 Runden zu geben mit Elfengespürkse, da noch was zu reißen. Er hat zwar dann nur 6 Spieler auf dem Feld, aber die sind halt glitschig wie Aale und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keinen Bock drauf, dass ich da wieder einen Unentschieden kassiere, das nicht nötig ist. Also nicht, dass ich mir mit den Jungs hier noch Chancen ausrechne auf irgendwas. Aber man muss halt auch einfach mal gucken, wo man bleibt. Da kommt wieder der Jump und da kommt wieder der Block. Ne, da kommt kein Block. Aber er will Druck aufbauen. Das rechne ich ihm hoch an. Also nicht, dass es klug wäre, aber probiert's immerhin. Da gehen wir mal ran. Da bauen wir unseren Cage ein bisschen um. Nehmen wir hier mal einen Block. Erfolgreich folgen. Und er kämpft weiter. Sehr guter Kampfgeist. Der nächste Flickflack. No need to be like that. My life coach says I have a very deep and healthy baritone. Oh, what grace! What nimbleness! I'm totally won over. Blah blah blah. Und er schafft sogar wieder. Not far from the edge. Aber wir haben den Ball immer noch. Wow, und noch ein Ausweichwurf hinterher. 50%. Macht uns echt noch Ärger. Das ist unglaublich. Er will uns zwingen, den Touchdown zu machen. Ganz eindeutig. So, wir stellen uns hier auf jeden Fall mal hin.
Stellen wir uns hier hin. This formation gives them a safe progression. It's gonna be hard to make them lose the ball. Den stellen wir wieder zu. Hier müssen wir es probieren. Einen Push haben wir immerhin geschafft. Ungefähr so müssten wir das machen und bleiben. Und das muss dann der Blitz werden. Folgen. Jetzt haben wir ihn hier frei. So, wir stehen deutlich unsicherer als noch eben. Aber er muss wieder jede Menge Saltos und Flickflacks machen. Und irgendwann muss das ja auch mal schief gehen. Also Respekt, was er da alles ohne Rerolls hinkriegt. So, das aber jetzt zumindest mal nicht. Da müssen wir ein bisschen umbauen. Machen ein paar sichere Sachen noch. Oder vermeintlich sichere Sachen. Den einmal vom Spielfeld. Bleiben. Mal rein. Da stehen wir ein bisschen im Weg wieder. Und ich mache jetzt. Ja,
hat jetzt eine ganz, ganz minimal geringe Chance, noch einen Ausgleich zu schaffen. Ohne Reroll. Mit 5 Mann Unterzahl. Wenn das Anschlussergebnis so lautet, dass er eine zusätzliche Runde kriegt. Also, wenn das klappen sollte, dann ist es halt so. Könnt raus. Der K.O. bleibt K.O., das heißt, er ist mit 6 Mann Unterzahl. Hat also 5 Elfen auf dem Feld. Und, seems impossible to win. Important thing, gotta keep possession of the ball, not losing. Strike back would be terrible. So, da stellen wir nochmal auf. Eine Runde haben wir noch. Deswegen stelle ich das jetzt nicht ganz hier hinten hin. Ja, holala, die Waldfee. Beide Teams gewinnen einen Zug hinzu. Das ist genau das Ergebnis, was es kippen könnte. Auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt auch genau ein Platz für den Ball, der ihm nicht behagen wird. Denn er wollte auf der Seite hier vorbei. Und dafür muss jetzt zumindest schon mal ein sehr seltsamer Pass gelingen. Ich prefere das Passing-Game zu running down the field. One tactic is for the intellectual elite. The other is for simpletons. Und einer Block. Den Push hat er hingekriegt. Das wird ihm wahrscheinlich reichen für seinen Plan. Vielleicht will er sich jetzt noch einen Starspielerpunkt mit einem der Blitzer holen, oder? Doch mit ihm. Dordeon. Den Ball haben sie. Jetzt kommt noch ein Pass. Der lief nicht so gut. Und damit ist seine Touchdown-Ambition vorüber. Natürlich noch nicht komplett vorüber, aber wir werden jetzt erstmal Sicherheitsjungs abstellen. Frage ist, ob wir jetzt Bock haben, gierig zu werden oder nicht. Er hat auf jeden Fall niemanden in Touchdown Reichweite, von daher... Na, ist das jetzt alles nicht so monströs wichtig. Das wird dann der Blitz. Loose ball is a dangerous one. Yeah.
mit dem Loner. Nice catch. Now go on, buddy. Zwei, vier, sechs, acht. Ich meine, das bringt uns überhaupt nichts, weil auf dem Loner bringen uns Starspielerpunkte schlicht nichts. Aber es ist einfach lustig. Und wenn er stirbt, passiert ja auch nichts Schlimmes, weil wir wollen ihn ja eigentlich eh nicht haben. Schlimmer wird, wenn er jetzt den Touchdown macht, einen MVP kriegt und uns dann angeboten wird. Attacker has an assist. GG, was auch immer jetzt passiert, wir haben noch einen Apothekarius. Samson Steak. Überzahlblock und mit ihm wird er blitzen wollen. Unity is strength. This player is going to attack. Smells weakness. Oh, er blitzt da hinten rein. Allerdings nicht erfolgreich. Ich weiß nicht, ob ich da nachgerückt wäre persönlich, aber das ist Geschmackssache natürlich. Aufstehen. Noch einmal durchblocken. So, hat nicht funktioniert. Wie gesagt, Touchdown ist relativ egal an der Stelle. Der Sieg ist das, was zählt. Ja, sehr schön. Gucken uns das Ergebnis an. Wir haben beschissen oder bescheiden gewürfelt, würfeln neu und haben 10.000 mehr auf dem Zähler. Das hat unseren Fans ausnahmsweise auch mal gefallen. Das heißt, unser Fanfaktor ist jetzt auf 2. Nein, wir wollen Strähnmulgors nicht kaufen. Und halt, sieht so aus, als hätten wir hier ein sehr, sehr hübsches Doppel-Upgrade für Luitpold Leberwurst. Müssen wir gleich mal genauer reinschauen. So, wir hatten 75% der Zeit Ballbesitz. Wir haben 49 Tackles geworfen und dabei 4 Verluste und einen K.O. Ich denke mal, statistisch 1 zu 10 ist gegen Waldelfen nicht katastrophal gut. Also er kann nicht sagen, wir wären extrem glücklich gewesen. Wir waren natürlich relativ glücklich, dass wir sehr häufig seine Kampftänzer umgeboxt haben. 90 Yards, Meter, was auch immer, Einheiten, Raumgewinn durch Laufspiel ist auch sehr schön. Und ja, interessante Sache. Starspielerpunktmäßig 11, 4, 2, 2, 19 Punkte, sehr, sehr guter Wert für Chaos-Team. Und Luitpold Leberwurst, wie gesagt, 11 Punkte für sich alleine. Da schauen wir auch direkt mal ins Team. Die gute Nachricht, wir haben Theo Tafelspitz zurück. Er hat zwar jetzt hier eine Niggling Injury, das heißt, wann immer er weiter verletzt wird, wird es härter für ihn, aber ihn deswegen auszutauschen in so einer kurzen Saison finde ich doof. Hugo Hackfleisch hat 2 zusätzliche Verletzungen erzeugt und steigt jetzt hier eine Stufe auf. Und es ist ein Pasch. Pasch ist immer schwierig, weil eigentlich möchte ich ja zuerst Blocken haben. Aber wenn man natürlich mal die Möglichkeit hat, Geschicklichkeit mit dem zu machen oder haben, dann nimmt man natürlich auch gerne mal Ausweichen. Denn so ein blockdodgender Chaot ist kein schöner Anblick.
So, Luipold Leberwurst steigt hier auch eine Stufe auf, kassiert eine 7 und nimmt auch dann erstmal einen Block. Wir brauchen langsam mal so eine gesunde Basis an Blockern. Und die Leberwurst ist ja eigentlich nicht unser Ballmensch, das ist ja die Keule. Und wir haben noch einen Aufstieg, okay. Dann steigen wir nochmal eine Stufe auf und würfeln eine 5. Da schnappen wir uns jetzt, würde ich sagen, mal einen Knochenbrecher. Wir müssen halt langsam mal anfangen, den ein oder anderen von unseren Ziegenjungs als Killer auszubilden. Ja, Knochenbrecher finde ich da persönlich ein bisschen besser als Klauen. Das ist dann sehr offensichtlich, wo man hinaus will. Knochenbrecher ist einfach grundlegend meines Erachtens ein solider Stat. Die Kralle bringt uns zumindest mal nur gegen Gegner was, die auch viel Rüstung haben. Und aktuell haben wir sehr viel geschicktes Gezumpel. So, unsere nächsten Skills, die wir gerne hätten, wäre natürlich noch sowas wie Tackle. Um einfach auch mal mit den geschickteren Teams klarzukommen, aber jetzt hier probieren wir erstmal ein bisschen Dominanz durch Gewalt. Okay, das war's fürs Aktuelle. Wir gucken nochmal ganz kurz hier in die Bestenliste. Da sollten wir uns zumindest mal jetzt von den Mjölniers Beschützern, die mittlerweile auf 742 abgerutscht sind, ein wenig abgesetzt haben. Und ihr seht hier, das haben wir, 550. Natürlich immer noch nicht ansatzweise gut, aber eine ausgeglichene Bilanz. Upsa, wir gucken noch einmal hier bei alle. 14-0, 13-0, 19-0, 1. Oh, hier sind schon wieder die ersten 18er und 19er. Da müssen wir dann aufpassen. Das wird noch spannend. Ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao, ciao, euer Urutz.